Das Hämatologikum des Helmholtz-Zentrums München in Großhadern. Dr. Judith Eckel analysiert Blut- und Serumproben am Fax. Die Gruppe Immunmonitoring unterstützt mit diesen Daten die Translation wissenschaftlicher Ergebnisse in die klinische Praxis. Professor Dolores Schendel leitet das erfolgreiche Team. Wir bereiten momentan eine klinische Studie für eine Impfung gegen Leukämie vor. Wir kooperieren hier mit der medizinischen Klinik der Universität. Im Immunmonitoring analysieren wir die Immunreaktion unserer Patienten in klinischen Studien. Es kommt uns darauf an, festzustellen, ob die Therapien sicher sind und ob sie entsprechend wirken. Ich bekomme das Patientenmaterial, sei es Blut oder Serum, von den Klinikern überbracht. Ich verarbeite diese Proben, färbe sie mit Fluoreszenzmarkern, sodass sie hier am Gerät gemessen werden können. Immunmonitoring ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Klinik und Forschung. Aus den Daten entstehen neue immunologische Therapieansätze. Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Partnern zusammen, die klinische Studien durchführen und die wissen müssen, wie das Immunsystem ihrer Patienten auf neue Therapien reagiert. Alle klinischen Kooperationsgruppen am Helmholtz-Zentrum München sind also Partner für uns. In Zusammenarbeit mit ihren Partnern entwickelt die Einheit klinische Studien. Modernste Geräte ermöglichen einen hohen Probendurchsatz. Ein großer Vorteil ist der Plattenreader. Mit diesem Plattenreader können in einer Stunde über 100 Patientenproben gemessen werden, weil man in der Lage ist, nicht mit Einzelproben zu messen, sondern mit Platten. Die eingesetzten Platten im Faxgerät enthalten jeweils 96 Proben. Auch über immunologische Erkrankungen hinaus unterstützt Immunmonitoring Ärzte bei der Entwicklung neuer Therapien. Das kommt immer darauf an, welcher Mediziner in Kontakt mit mir tritt. Dadurch, dass wir eine Serviceeinheit sind, die für alle offen steht, sind unsere Systeme für alle Krankheiten offen. Egal um welche Erkrankung es geht, Ziele der Gruppe wie auch des ganzen Helmholtz-Zentrums München sind schneller Technologietransfer und die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze.